Erstmal dich ausschalten. Hey Bernhard, wie hat's dich hierher verschlagen? Well, we meet again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart, will she? Ja, Bernhard, wir waren schon lang vor dir hier. See, the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my family for generations. They say it is crafted with moonlight. And we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world. Ich habe auch kein Interesse. No man has ever teased out the sword's true power. But in the right hands. Yeah. I see you've taken a liking to the sword. Well, I applaud you, for you've a sharp eye. But this is one sword, pal, that I wouldn't be giving up. If you still insist on having it, then you will have to pry it from my cold hands. Nein, das haben wir nicht vor. I've a great debt to you, and I'll never forget it. I, Bernhard, swear by my honor to aid you in your darkest hour, so no problem, pal. Have a great day to you. Jo, mehr hat uns im Augenblick nichts zu sagen, da wir mit seiner Questline noch nicht fertig sind. Uns fehlt nämlich noch ein Bossfight mit ihm. Denn wie bei Lucatil müssen wir ihn durch 3 Bossfights lebendig durchbringen, damit wir seinen Bonus kriegen. Aber jetzt geht's erstmal hier rein. Und wir haben übrigens jetzt wie eine neue Riesenseele bekommen. So wie damals bei den beiden Riesen im in der Black Gulch unten. So, aber nun ins nächste Gedenken. Jetzt waren wir, glaube ich, im Gedenken an Oro. Oder kommen wir jetzt ins Gedenken an Oro? Nein, jetzt sind wir im Gedenken an Oro. Und ja, Bernhard hat es auch geschafft, in das Gedenken zu kommen. Das meiner Meinung nach, wenn man sich auskennt, das einfachste Gedenken ist. Je nachdem, wie man spielen will. Look at you, old friend. I see your travels way up on the yet. Just remember, I'm always ready to help. Mm-hmm. My homeland is in the Far East. A kingdom of honorable fighting men. And this sword here awaits a true man to wield it. I know how swords think, you see. My homeland is an Anno. Ja, jetzt klingt er gerade ein bisschen wie Andri aus Astora. Ah, nur ein bisschen. So, wir wollen erst einmal hier nach oben. Hier werden wir erstmal begrüßt von Menschen, die ich eigentlich nicht töten will. Oh. Die aber trotzdem ziemlich stark sind. Also im Gegensatz zu ihren Höhlenversionen sind die hier kein Schnack. Wie man merkt. So, denn hier gibt es erstmal Secrets für uns. Eine schwindende. Also Sachen für uns zu holen. Secrets gibt es auch. Das wollte ich übrigens immer schon mal ausprobieren, aber das bringt nichts. Wir müssen schon hier mit dem Wahrheitsverkünder die Tür öffnen. Aber jetzt können wir mal drauf schießen. Ja, warum nicht? So, der Wahrheitsverkünder hier ist fake. Da steht sogar, wagt es ja nicht. Der löst nämlich nur eine Falle aus. In der Truhe ist dafür was. Wow. Erstmal eine Armbrust.
Aber dafür dreimal auch die Seele eines Helden. Sondern hier neben dem... Genau, neben dem Wahrheitsverkünder ist... Eine Geheimtür. Wie viele Wahrheitswerke haben wir noch? 5. Beziehungsweise das hier ist das Wahrheitswerk, das andere ist der Wahrheitsverkünder. Ich sag einfach Lockstone dazu, weil das ist nichts anderes als ein Lockstone. So, ein Feuersamen, den wir nicht mehr brauchen. Und hier drin ist eine altbekannte Rüstung. Nämlich die Stahlrüstung. Also die, die die Benarike-Ritter aus Dark Souls 1 getragen haben. Würde ich euch gerade gerne zeigen, aber ich möchte nicht gleich schon wieder aus der Erinnerung rausfliegen. Hier regnet übrigens überall Feuer und Tod. Wow. Komm, ich backstab dich mal. Oh. Man merkt es auch an ihrer Haltung, dass sie nicht mehr so plump sind. Die Soldaten. Also sie verhalten sich normal und hängen nicht so rum. Ja, sorry, dass ich dich töten muss. Aber du bist mir leider auch im Weg. So, jetzt gibt es ein Secret hier abzustauben. Beziehungsweise mehrere Secrets, aber ich beschränke mich jetzt erstmal auf das Schwierigste zu kriegende. Dafür muss man nämlich hier das Holz zerstören, dass der Kran runterfährt. So, dann muss man von hier aus auf den Holzbalken springen. Oder daneben springen. Mhm. Daneben springen ist auch eine Möglichkeit, die ich nicht so gerne nutze. Na gut. Nächster Versuch. Dich töten, den hinter uns können wir ignorieren. Ja, genau, da wollte ich eigentlich durchrollen dieses Mal, hat aber nicht gereicht. Die Beine im Schlepptau zu haben, ist etwas nervig. Aber wir kommen einfach an ihnen vorbei. Wow. Die verfolgen mich immer noch. Ja, Bernhard ist jetzt von hier weg, weil er hockt ja in der Erinnerung von Oro fest. In die wir auch wieder reingehen und ich überspringe mal die Zwischensequenz. Wir könnten übrigens mit der einen Balliste auf Bernhard schießen. Aber sowas machen wir nicht. Ich möchte eigentlich die Soldaten hier am liebsten ignorieren und einfach weiter nach oben rennen. So, kommt mir jemand nach? Ja, einer kommt mir nach. So, tut mir leid, dass du sterben musst. Hier sind jetzt alle tot, oder was? So, erstmal den Flammenwerfer loswerden. Au. So, dann dich loswerden. So, und jetzt? Am besten mit Katzenring. Darunter.
So. Und da rein. So, da wartet uns nämlich ein Freund. Den wir erstmal backstabben können. Und weg ist er. So, dieses Secret hier ist verdammt gemein zu erreichen. Es ist mehr oder weniger ein Secret. Ja, Einfallspinselgewürz, Skeptikergewürz. Geschafft, gelobt sei die Sonne, ja. Die eine Lanze, die wir vor dem Königstor hier gefunden haben, war übrigens mal hier versteckt. Also ja, hier ist nicht wirklich was Sauwichtiges. Außer wahrscheinlich für Hurra für Rollen. Aber ansonsten ist hier nichts. Ah, außer das Secret hier. Oh, hi, Bogenschützen. Tschüss, Bogenschützen. Tschüss, Freunde. So, gucken wir mal, ob wir wieder nach oben kommen. Dann können wir nämlich von hier aus die andere, den anderen Sims noch schnell abklappern, bevor uns der Aschenebel nämlich wieder rauswirft. Na, guck, der kann rennen. Wow, und der kann gut blocken und uns wieder töten. Da war ich wieder mal unvorsichtig. Tülülü. Okay. Nochmal das Ganze, bitte. Ich meine, hey, muss man positiv sehen. Wir kriegen kiloweise Seelen dadurch. Ärgerlich ist nur... Oh, wir haben ihn so oft getötet, dass er weg ist. Cool. Also ja, da kommt einem manchmal doch wieder der Gedanke, dass der Despawn in Dark Souls 2 noch existent ist. Na komm, ich bringe euch jetzt um. Sonst nervt ihr mich nämlich noch eine Weile weiter. So. Alltägliche Frucht. Und ja, den ganzen Schrott, den sie droppen, den lasse ich liegen. Wer braucht das nämlich? Und dich da oben brauche ich auch nicht unbedingt. So, einfach hier weiter durch. Und hier rein. So. Und dann wieder nach hier oben. Die Jungs ignorieren. Außer der, der uns wahrscheinlich hinterherkommt, oder? Nein, hier kommt uns keiner hinterher. So, das heißt, wir schnappen uns unser Zeug und gucken, dass wir die Fliege machen. So, die Seele eines tapferen Kriegers. Ja. Dann können wir hier runter. Und die da unten, die glotzen uns alle doof an. Mhm. Hey Jungs. Eine Eisentrachtrüstung. Würdest du da rauskommen? Da hinten ist nämlich noch was, was ich gerne looten möchte.
Dankeschön.